Für müssen wir selber herstellen lassen von der Firma, die die Bleche macht. Weil es gibt ansonsten immer nur diese Stegplattenprofile, diese Klemmprofile, die wir vorher hatten. Und das sind immer, die sind immer... Wie ein Haar. Nee, die sind immer so. Also dann hast du die Stegplatte aufheben. Ja. Dann hast du hier ein Plastikstück, was ein Abstandshalter ist. Ja. Und dann hast du wieder oben dieses Ding. Ja. Bohrst hier eine Schraube durch das Ding, ja. Durch dieses Plastikstück und hier unten. Und wir sind bei unten in unser L reingegangen. Ja, was ja das Problem war. Ja, genau. Und dann haben wir hier so eine Gummilippe.